Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Alone in the Dark. So, wir stehen mit Emily hier unten im Eingangsbereich. Und wir wollten jetzt hier die Treppen hoch. Wir haben noch einen Schlüssel zu Raum Nummer 6, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir wollten uns hier generell noch ein bisschen umgucken. Da ist doch die... Ist das die Uhr? Ist das eine Uhr? Soll das eine Uhr sein? Da ist auf jeden Fall irgendwas. Hallo? Okay. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die sind schon irgendwie eklig. Irgendwie cool, aber irgendwie unangenehm. So beides auf einmal. Ich weiß nicht, wie cool ich das fände, solche Figuren bei mir im Flur stehen zu haben. Aber vielleicht ist das auch so. Einbrecher haben hier vielleicht Angst. Was ist das für ein Fleck? Ist das eine Art Fäulnis? Oh, da unten. Meint sie das? Oh ja. Ist schon auffällig. So, wir können da und wir können da. Da brauchen wir aber einen Schlüssel. Ich schätze, den haben wir nicht. Ich brauche den Schlüssel. Ja, der passt nicht. Ich weiß nicht mehr, wie ich in den Keller gekommen bin. Überholte Gegenstände wurden ins Archiv verschoben. Ah! Okay. Die brauchen wir anscheinend nicht mehr. Die Haushälterin hat etwas im Blumenbeet unter einem der Fenster von Dr. Gray vergraben. Sie hat dabei in einer kreolischen Sprache gesungen und ein ungewöhnliches, verfälschtes Voodoo-Ritual durchgeführt. Das ist sicher kein ungewöhnlicher Anblick im französischen Viertel, aber noch nie hat Voodoo auf Emily so verbittert gewirkt. Okay, Suche nach der astronomischen Uhr. Ja, ja, die haben wir jetzt. Suche nach der Seddos Heizkessel, der im Kollektanen-Buch erwähnt wird. Ja, finde heraus, was Perusi weiß. Genau, da müssen wir in ihr Zimmer. In ihr Zimmer müssen wir, da haben wir den Schlüssel. Der Heizkessel war halt im Keller. Ich weiß nicht mehr, wie ich in den Keller gekommen bin. Wir sind jetzt in der Galerie. Wenn wir den Schlüssel haben, kommen wir da in ein Wohnzimmer, WC. Cassandras Zimmer und Graces Zimmer. Jeremy, da waren wir drin. Baptiste und Perosis Zimmer, okay. Dann haben wir hier noch, ah ja. Dr. Grays Wohnung ist hier auch. Wir waren schon im Keller. Ich habe gar keine Ahnung, wie wir da hingekommen waren. Wintergarten. Kesselraum, genau, da waren wir drin. Die Dienertreppe. Über die Veranda. Kommen wir über die Dienertreppe? Wir waren nämlich auch schon im Weinkeller. Aha. Okay. Müssen wir mal gucken. Müssen wir nochmal über die Veranda gehen? Ich meine, hier haben wir die Uhr. Ich würde erstmal würde ich in ihr Zimmer gehen. In ihr wisst schon. In ihr Zimmer, um mehr herauszufinden. Jeremys Zimmer hatten wir jetzt eigentlich. Hier geht's zu Dr. Grays Wohnung. Da kommen wir natürlich nicht hin. Wir könnten jetzt hier nochmal gucken, ob sich was verändert hat. Hier war ja auch noch was. Hier war noch eine Kiste. Wieder vollkommen normal. Aber das bringt uns nicht weiter. Wir brauchen hier noch einen Schlüssel. Oh, guck mal. Das sind wir. Ist ein Bild von uns? Emily ist hier. Emily ist da. Okay. Das fanden wir jetzt auch überhaupt nicht merkwürdig. Na gut. Aber gut, dass wir nochmal hier waren. Weiß nicht, ob wir sonst das Bild noch mal gefunden hätten. An den Schrank können wir auch nicht. Okay, wir merken uns, in Jeremys Zimmer ist noch eine Kiste für uns. So, hier war Baptistes Zimmer. Was ist da drin? Heilung vielleicht? Gar nichts schon wieder. Wieso ist in diesen ganzen Kisten nichts drin? Ist das verbuggt? Oder soll das so? Hier ist noch eine dicke Kiste. Wenn da jetzt nichts drin ist, heulisch. Wieso ist es so? Wieso kann ich die öffnen, wenn da nichts drin ist? Das macht für mich so gar keinen Sinn. So, Baptiste ist ja nicht da, wie wir wissen. Der ist ja auch in dieser Zwischendimension-Welt. Oh, oh, wir haben mal was gefunden. Das ist ja unglaublich. Ich hätte gern Heilung. Wir haben halt wirklich nur noch ein so ein Fläschchen. Ich liebe es, mich in diesem Haus umzugucken. Da habe ich es schon mal erwähnt. Ich finde das Haus so cool. Ich mag das gerne hier. Was liegt? Ist das schon wieder ein Stück Fleisch? Die haben hier ganz komische Sachen liegen.
Okay, er hat hier geboxt, deswegen ist er auch so muskulös wahrscheinlich. Der ist ja ganz schön breit, der Mann. Weird Tales. Füllfederhalter. Okay, wir haben noch nichts vollständig, aber alles irgendwie so halber angebrochen. Okay. Und das war es hier drin auch schon wieder. Na gut, sehr, sehr minimalistisch eingeräumt. Mit nur ein so einer Glühbirne an der Decke. Aber gut. Manche brauchen einfach nicht viel, ne? Es ist wirklich so. So, da können wir jetzt rein mit unserem Schlüssel. Wieso gibt es hier so viel Viehzeug? So, können wir hier lang? Nein. Nein, können wir nicht. So, dann gehen wir erstmal in ihr Zimmer. Ich hätte auch gern so einen herzförmigen Schlüssel. Ich finde den super. Oh, oh, ist das hier hübsch. Das ist ein seltsamer, aber schöner Raum. Ja. Mit dem Bett so in der Mitte. Es ist schon nice. Noch nie gesehen, aber ich mag's. Mir gefällt das. Ist das Heilung? Nee, das ist ein Schloss. Oh. Sind das Tierkreiszeichen? Mhm. Sieht sehr danach aus. Okay, wir brauchen Stern. Oh! Das ist ein sehr süßes Spiegelbild von uns. Wir sind auf einmal winzig klein geworden. Uiuiui, bei uns fängt es draußen gerade richtig hart an zu stürmen. Ich bin ganz überrascht. Das war eben noch so schön hell draußen und auf einmal erschreckt sich meine Katze zu Tode, weil hier voll der Wind durchgeht. Es ist richtig duster draußen. Krass. Perfekt. Perfekte Stimmung für dieses Spiel. Ich hoffe, man kriegt das nicht so mit, wie laut das draußen ist. Perorisis Tagebuch. Upsala. Nein, stopp. Nicht abspielen. so. Ach, guck mal. 1, 11 und 10. Aquarius, Sabadi und Scorpio. 1, 11, 10. Was bedeutet 1, 11, 10? Wir lesen erstmal. Okay. Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Ich bin mir sicher, dass sie immer noch... Was? Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Bald werde ich sie brennen sehen. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden, damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Dann gibt es kein Dercedo mehr und leider auch kein Astarte. Ihr guten Piraten von... Pontchartrain, möget ihr den See befahren, bis ihr die Küsten von Hali endlich findet. Okay, Aquarius, dann dieser Pfeil nach oben und das M. Aquarius, Pfeil nach oben und M. Gucken einfach mal. Gibt's hier schon mal nicht. Hier gibt's keins der Zeichen. Hier gibt's keins der Zeichen. Ja, klasse. Das hat schon mal gut funktioniert. Vielleicht hilft uns das anders nochmal weiter. Wir gucken gleich nochmal. Vielleicht habe ich es auch wieder falsch interpretiert. So, da können wir jetzt noch... Oh. 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 Ah. Oh. Oh. Oh, das müssen wir richtig hinhängen, oder? Kann das sein? Wartet. Die Astart-Künstlerkolonie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain hatten, als ich ein Kind war. Okay. Eins ist Captain Cortez. Es gibt weder 11 und noch 10. Das heißt, das bringt uns auch nicht weiter. Da unten ist Elisabetta, Anton, Nora, Franklin, Heinrich. Okay. Keine Ahnung, ob uns das irgendwie weiterhilft. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Was passiert? Wir können die umdrehen. Okay. Wir können die umdrehen, aber warum? Auf den Bildern ist eine aggressiv aussehende Fäulnis. Aha. Füge mit der Fäulnis auf den Bildern, bitte was? War das richtig? Aber ist irgendwas passiert? Das sieht für mich nicht richtig aus. Der einfache Astrologieschlüssel war unter den Künstlern, die vor 20 Jahren in dem Haus gelebt hatten, sehr beliebt gewesen.
Er ließ sich einfach in Zahlen umwandeln, wenn nötig, diente aber auch als Unterschrift für die Mitglieder, da sie nur 12 an der Zahl waren. Oh, das muss ich mir jetzt, okay, warte mal. Der einfache Astrologieschlüssel war unter den Künstlern, die vor 20 Jahren in dem Haus gelebt hatten, sehr beliebt. Er ließ sich einfach in Zahlen umwandeln, wenn nötig, diente aber auch als Unterschrift für die Mitglieder. Es waren 12 Mitglieder, 1, 10, 11. Oh, das ist wieder einfacher, als es aussieht, ne? Finde mit den Informationen aus Perosis Zimmer die Kombination für das Schloss heraus, ja. Füge mit der Fäulnis auf den Bildern den Umriss fertig zusammen. Das haben wir gemacht, offenbar. Das haben wir gemacht. Ließ sich als Unterschrift. Ließ sich in Zahlen umwandeln. William, Franklin und Nora haben wir jetzt. Das sind 3 Personen. William, Franklin und Nora. William ist die 2. William ist die 2. Das heißt Piskis. Richtig? Haben wir Piskis hier? Das ist Piskis. So, William ist die 2. Franklin war in der Mitte, ne? Ist die 9. Franklin ist die 9. Die 9 ist der Libra. So. Dann haben wir noch. Atme nicht so laut. Nora. Nora, Nora, Nora ist die 4. Ups. Nora ist die 4. 1, 2, 3, 4. Taurus. Aha. Okay. Guck mal, das ging doch. Na bitte. Das. Ah, zerbrochene Scheibe. Okay, wir haben 2 Stück. Finde. Okay. Haben wir jetzt noch irgendwas aktualisiert? Wir können jetzt noch das Bett uns angucken, ne? Ein schönes Bett. Oder, ach, da ging gar nichts zum Gucken. Aber dann sind wir hier durch. Ja. Wir können jetzt hier nichts mehr machen. Wie viele Scheiben brauchen wir? Ist eine gute Frage. Dann gucken wir uns jetzt noch die Uhr an. Mit der kommen wir halt eventuell wieder irgendwie woanders hin, ne? Oh, wow. Okay, oh, Damit hätte man rechnen können, ne? Ich habe nur ein bisschen Angst. Oh. Wieso ist das eklig? Kann ich da einfach drüber? Geh da raus. Oh Gott. Wir sind raus, ja? Ich brauche Heilung, Leute. Was ist denn los? Das ist ja widerlich. Nicht, was hier passiert. Ich auch nicht. Wir gehen mal dahin. Oh. Das muss die Uhr sein, die in dem Kollektanenbuch erwähnt wird. Das sieht wie das Ding aus, worin der Talisman im französischen Viertel war. Ich glaube, das habe ich schon mal wo gesehen. Ich dachte, wir bräuchten das für einen Kessel. Aber offenbar doch nicht. So. Jetzt die Frage. Die Mitte ist bleibt. Die Mitte bleibt. Ne? Wir können das auch drehen, oder? So. Das sieht gut aus. Die können wir auch versetzen. Ich glaube, der hier ist richtig. Nee, gar nicht, oder? Irgendwas dazu stand im Kollektanenbuch. Ja gut, dann gucke ich noch mal. Okay, im Kollektanenbuch. Da. Da stand was zu, meinte sie. Das Ding ist es. Da unten links. Unten links.
Oder? Unten links. Jetzt müssen wir nur gucken. Welches wohin gehört, ne? Ah, das sehen wir an den Dingern. Oder? Nee, sehen wir nicht an den Dingern. Warte mal. Das da? Ist jetzt die Frage. Nee. Wo muss denn das Ding hin? Da vielleicht? Ich erkenne es irgendwie gar nicht, wo es hin muss. Es sind jetzt nur noch die Ecken, die richtig liegen müssen, ne? Aber irgendwie passt es für mich gerade nirgends hin. Findet ihr nicht auch? Irgendwie passt es gerade nirgends hin. Aber wir müssen vielleicht nach den Zeichen gucken irgendwie. Wartet mal. Oder? Worauf müssen wir achten? Das sieht richtig aus. Ich glaube, das passt. Ja. Die zwei oberen dürften jetzt... Wieso kann ich das nicht... Ach so. Ist das jetzt? Nee. Doch, das ist richtig. Das ist richtig. Bin ich schon wieder doof? Es kann halt sein, dass ich schon wieder doof bin, ne? Nee, das sieht... Nee. Das fühle ich nirgends, das Teil. Wieso fühle ich das nirgends? Kann es ja nur das oder so sein. Das ist aber auch nicht. Okay, stand da irgendwas noch drin? Kloster... Okay, also, Standuhr. Zum hasserfüllten Hügel beim Hafen von Clermont kommen wir da durch. Okay. Aber bringt mir das was? Ich muss ja aufs Bild gucken. Ich muss aufs Bild gucken. Aber das Bild hilft mir gerade irgendwie nicht. Das Bild hilft mir nicht. Oh. Oh. Hm. Ah. Nee. Oder? Nee. Nee. Warte mal. Das ist jetzt irgendwie richtig. Na. Die könnte man jetzt... I see. Okay, I got it. I got it! Ihr habt nur falsch... ich habe die verwechselt. Jetzt kommt der... Ja, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Okay, perfekt. Sehr gut. Wird schon wieder. Ist sie kaputt? Die Uhr ist einfach stehen geblieben. Jetzt ist die Frage, wollen wir... Ja, eigentlich schon, ne? Machen wir. Wir stehen direkt davor. Wir können hier gar nichts machen? Aha. 3, 6, 4. Wir haben 3, 6 und 4. 3, 4 und 6. Wir gucken mal. 3, 6, 4. Ups, 3, 4, 6. Oh, das ist 6,
4. So, okay. Aber wenigstens haben wir das jetzt mittlerweile verstanden. Es zeigt mir etwas. Das ist nur der Flur von Jeremys Zimmer, oder? Na, dann gehen wir doch mal gucken. Wo müssen wir jetzt hin? Hier ist alles beim Alten. Ah, okay. Okay, da sind wir doch schon wieder weiter. Das ist aber schön. Ah. Ich mag das nicht. Hört auf. Na, danke fürs Türknallen. Ich hab's geschafft. Ich habe einen Zugang zu einem weiteren Traum geöffnet. Durch Batistes Zimmer. Das ist aber schön, okay. Ah, ist aber cool. Sehr cooles Ambiente, ihr wisst schon, Setting. Suche im verhassten Hügel jenseits des Ölbohrturms nach was bitte? Emily hatte sich ein Gefühl des Triumphs verdient, aber sie war zu angespannt, um ihren Erfolg zu genießen. Es gab keine sinnvolle Erklärung dafür, warum es der Talisman ihr ermöglichte, diese Welt zu betreten. Geschah dies wirklich oder spielte sich alles nur in ihrem Verstand ab? Sie hatte keine Zeit, an ihrer geistigen Gesundheit zu zweifeln. Sie musste Jeremy finden. Wenn er hier war, dachte sie, würde sie Jeremy dann in dem verhassten Hügel finden? Das werden wir herausfinden. Also die Stimme ist auf jeden Fall hörbar, richtig? Also die haben wir jetzt alle gut gehört. Ich weiß nicht, warum die das so komisch gemacht haben mit der Lautstärke der verschiedenen Stimmen. So, hier... Können wir hier überhaupt lang, Theo? Praktisch nö, wir haben eh keinen Bolzenschneider. Tja, hätten wir den noch. Hätten wir den Mann nicht weggeworfen. Sondern einfach behalten, so wie es jeder normale Mensch tun würde. Wir sind doch eh wieder Monster, oder? Hier ist doch alles wieder schrecklich. Wir müssen gut auf achten, ob wir Waffen finden. Ich würde gern Waffen mitnehmen. So, kommen wir hier rein. Ich würde mich sicher fühlen, wenn ich hier mal irgend... Ja? Geh da mal... Oh. Okay, Raum. Tür geht zu. Mach mir Sicherheit. Okay, sehr schön. So, hier ist wieder Viehzeug, aber daran stören wir uns jetzt einfach mal gerade nicht. Ist wieder nichts drin für mich? Na, klasse. Hier ist eine Tür, die geht hinten raus. Sehe ich richtig? So, was ist das hier? Ölbohrturm, Bericht. Mai 1923, Montag. Alles gut, bereit für die Lieferung. Wartung, Ölpumpe muss gewartet werden. Wenn damit herumgespielt wird, wird viel verschüttet, wenn keine sachgemäßen Vorbereitungen getroffen werden. Dienstag. Lieferung verzögert, aber abgeliefert. Wartung, Wartungsbrücke so gut wie kaputt. Mittwoch. Schürfer haben widerwillig zugestimmt, Mr. Hardwood den Grabhügel zu zeigen. Das ist ein Maler, der in der Zeitung über unsere Entdeckung gelesen hat. Er will morgen wiederkommen und einen Weg ins Innere finden. Donnerstag. Mr. Hardwoods Arbeiten dauern länger an. Arbeiter scheinen nervös wegen seiner Anwesenheit. Hardwood hat versprochen, nicht zum Lager zurückzukehren. Stattdessen hat er das Angebot von Kapitän L'Officier angenommen. Er will ihn morgen mit auf sein Boot zu der Anlage bringen. Hoffentlich hat die Sache damit ein Ende und die Arbeit kann weitergehen. Wartung, die Brücke zwischen dem Ölturm und dem Sumpfland ist eingestürzt. Vermutlich Sabotage. Das ist der Teufel, dem wir nun folgen. Das war jetzt auch wieder zum Teil okay. Das war oben laut und dann wurde es auch wieder leise. Ich weiß es nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt abspielen soll oder nicht. Ob ich einen Mischmasch draus machen soll aus mir und abspielen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist weird. So, da ist noch was. Hier ist gar nichts. Danke dafür. Okay, wir kriegen wenigstens Munition, so ein bisschen. Ich will Heilung haben, was ist denn los?
Wieso kriege ich keine Heilung? Finde ich nicht okay. Ganz schön frech. Wir haben halt nur noch ein so ein Fläschchen. Okay. Ich brauche den Schlüssel. Brauchen wir einen Schlüssel. Na gut, dann haben wir hier erstmal alles gesehen. Eieiei, das ist das nächste Gebäude. Haben wir hier vielleicht noch was? Lass mal ein bisschen gucken. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht überrascht oder so, was natürlich durchaus sein kann. Es ist sehr eklig hier. Es ist sehr unangenehm. Mit dem ganzen Viehzeug. Okay, oh ja. Guck mal. Da ist doch was zum Werfen. Was uns das wohl sagen möchte. Was uns das wohl sagen möchte. Okay, hier brauchen wir was wahrscheinlich. Was ist denn das? Was? Wo? Das war laut. Mach doch sowas nicht einfach. Da fehlt etwas. Ist das dunkel. So, wir haben noch mehr Munition. Was ist das? Wartet. Ein Anlegersteckschlüssel. Okay, den haben wir gebraucht für eben. Da ist auch nichts. Oh, ich sehe nichts. Gib mir alles. Oh, Heilung. Danke. Und da geht's wieder raus, ne? Und hier geht's auch wieder raus. Mehr gab's hier nicht? Warte doch, mehr gab's hier. Oh, ich hau mir das Ding halt immer ins Gesicht, ne? So, wir gehen hier raus. Ach, guck an. Okay, wir hätten hier gar nicht reingekonnt. Wir gehen nochmal darüber. Da ist ein Stein zum Werfen. Wir müssen hier auf jeden Fall noch kämpfen. Wenn nicht sofort, dann mit Sicherheit gleich. Ist ja super. So, wir haben jetzt aber den Schlüssel für hier. Und den werden wir in der nächsten Folge direkt benutzen. Ich danke euch allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.